Produktion, die Kiwi-Laufräder aus den Ketten von Pelsau. So wurde damals von Hürden bis weiter ging von solchen Rädern gefahren. Passt aber ganz gut. Sieht recht originell aus. Das ist wunderbar. Das ist allerdings mal ein Pferdewagen gewesen. So vor Trainingparcours, warte nicht so lange. PS-Typ, PF 1, ein Zylinder, L, Luftgekühlt, 514. 15 PS, Bauernschlepper, sehr schöne Maschine, sehr guter Reparierungszustand auf einem Bauernhöfen in der alten Bundesrepublik. Das kenne ich seitdem, wie sie gab, damals in den 50er Jahren. Das nächste ist eine berühmte englische Marke. Ja, zwei Damen. Wunderbar, Sonderapplaus. Der Simon Kramme, die Hydraulik war vorgesonnen, wäre die technische Entwicklung so nicht möglich gewesen. Und auch überall in Deutschland sind natürlich aber weiß nicht, in der ein großer Erfolg in den 50er, 60er, 70er Jahren. Das ist den vorgesonnen zum ich habe recht, das ist der 8N. Baujahr 1948, in diesem Farben wurde er ausgeliefert. 30 PS, 4 Zylinder, Benzinmotor. Und kommt natürlich, wie das meiste von Ford, aus den USA. Sehr schöner Mittelklasse-Schlepper. Mit der Hydraulik natürlich auch. Man sieht es hinten. Schön, dass da Marius durchgekommen ist, hat er einen Motor mitgebracht. Das ist 1,5 PS. Mit 1 Zylinder, Benzin, 2000 Benzin, 2000 Motor. Das ist die Grundlage für diesen Motor. Wir führen einer mit dem IFO durch die Runde. Ziemlich regierte Maschine. Und die Masse, wenn er so lange die Bühne verfällt, die Zeile verfällt, tun wir, dann müssen wir ein bisschen was dran machen, dass das eine schöne Maschine wird. Das hier in der Gegend war, in der Wette, die her üblich war, von der Eibar wieder hergestellt, doch hier von der Eibar auch wieder hergenommen. Da habe ich die Eibar ja dazu gefunden, sich sowas einführen zu lassen. Sehr schön, dass wir hier von Rheinland hier nicht
1995 wurde Lanz Mannheim von John Deere übernommen. Manche sagen auch bis heute geschluckt. So, so langsam geht diese Stunde der Treckervorstellung zu Ende. Wir machen dann von 12 bis 13 Uhr eine Mittagspause. Und ich sehe gerade einen Kameraden da drüben, da ist der Achim aus Roßlau, Achim Schröder. Der wird nachher, ich denke mal so gegen 13 Uhr, mit seinem Hochrad und seinem Sohn, werden sie nachher den Parcours eröffnen. Achim, gucken wir hier rüber. Achim, hörst du mich? Jetzt, wo es spannend wird, übergibt mir der Rolf das Mikrofon wieder. Die einzige Raupe, glaube ich, die hier auf dem Platz ist, die Urtrap. Neben dem IFA Pionier, Vierzylinder, wassergekühlter Motor. Ich bin jetzt ein bisschen in Verlegenheit, ich weiß nicht aus dem Kopf, fällt mir zumindest nicht ein, wo die Raupen gebaut worden sind. Ob das auch in Nordhausen war, ich weiß es nicht genau. Aber dem liegt natürlich auch, wie dem IFA Radschlepper, liegt natürlich auch die alte Farmo-Konstruktion. Der Raupenschlepper von Farmo, das ja auch. Sehr schön restauriert, wir freuen uns, dass Boris und Jörn Heikner diese Maschine mit nach Südlaufen gebracht haben. Sehr, sehr schön. Dahinter haben wir noch einen tollen Platz hier. Sehr schön originell zugestimmt. Wunderbar. Legendär.